Herzlichen Dank für die freundliche Einführung und für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich einen Vortrag zu diesem Thema halten darf, was uns, glaube ich, alle seit Jahren und besonders in der letzten Zeit auch sehr umtreibt. Ich hoffe, ich kann einen kleinen Diskussionsbeitrag dazu leisten. Ich würde mich eigentlich auf vier Punkte beschränken, auf eine kurze Einleitung, dort auch ein kurzes Fallbeispiel bringen, wo ich dann die Zusage habe, dass man es wieder löscht. Ja. Ob schon ein Patient ist aus der Depressionsstudie die Einwilligung gegeben hat. Dann würde ich Ihnen von einer großen Studie, der Lack-Depressionsstudie, erste Ergebnisse schildern, die sich mit der chronischen Depression beschäftigt. Und eines der unerwarteten Ergebnisse, also Forschung ist ja immer gut, wenn man auf etwas Neues stoßt, ist das, diese enorme Bedeutung der Traumatisierung. Und das, der Traumabegriff, der ist ja vielleicht auch so ein Grenzbegriff, der zu diesem Thema jetzt der Tagung passt. Ich würde ein kurzes Fazit machen. Uns beschäftigt im Moment wie eine Kehrseite der Depression. Das ist die Aggression bei Jugendlichen. Wenn wir noch Zeit haben, würde ich mir eine kleine Nachbemerkung erlauben, jenseits quasi des Themas. Wir werden sehen. Sind diese Träume ein Hinweis auf ein überfordertes Subjekt, ein erschöpftes Selbst, wie der französische Soziologe Alain Ehrenberg fast schon erwähnt, dies vermutet, ein Selbst, das den Forderungen nach Einzigartigkeit, Unverwechselbarkeit und origineller Identität, einer ständigen, originellen Selbsterfindung in unseren modernen Gesellschaften nicht gewachsen ist, sondern von unerträglichen Scham- und Entleerungsgefühlen überschwemmt wird und in einer Depression Zuflucht nehmen. Ist daher die Depression eine Zeitkrankheit? Fest steht, du hast die Zahlen schon erwähnt, dass Depressionen, abgesehen von dem Problem, ob wir die Diagnosen anders stellen als vor 20 Jahren, offensichtlich häufig sind. Also die Weltgesundheitsorganisation prognostiziert, dass es die zweithäufigste Volkskrankheit sein wird. 2020 etwa weltweit leidet ein Fünftel der Bevölkerung im Verlauf des Lebens mindestens einmal unter einer klinisch relevanten depressiven Störung und wir haben eine 18-prozentige Lebenszeitprävalenz. Bekannt ist auch, dass etwa 2/3 der depressiven Frauen sind. Es scheint auch ein genderspezifisches Reaktionsmuster zu sein. Auch in der EU, ich glaube, ich kann die Zahlen fast überspringen, du hast sie schon erwähnt. Die Wiederholung, ja. Also die psychischen Erkrankungen sind nach diesen Berichten, die bilden die höchste Krankheitslast und davon sind eben 23% sind Depressionen. Und was uns alle wahrscheinlich auch sehr bekannt ist, es ist ein enormer ökonomischer Faktor auch. Durch die Unfähigkeit zu arbeiten oder die Kreativität, auch in der Entfaltung verschiedener Berufe zur Verfügung zu stehen. Was du, glaube ich, nur gestreift hast, ist, dass die Depression eine Krankheit ist, die die Tendenz hat, sich zu chronifizieren. Wir haben sehr hohe Rückfallquoten, 50% nach der ersten Episode, 90% nach der dritten Episode. Und was jetzt für unsere Studie sehr wichtig ist, 50% zeigen ein Rezidiv nach jeglicher Art von Kurztherapie. Also sowohl psychodynamische Therapien als auch Verhaltenstherapien. Und das hat mein Kollege Martin Hautzinger, der ja einer der führenden Experten der Verhaltenstherapie in Depression ist, dazu motiviert, mit mir zusammen eben diese Langzeitbehandlung von Depressionen zu untersuchen. Die Medikamentation, 20-30% sprechen überhaupt nicht auf Antidepressiva an. Also für uns Psychologen war das nicht so bekannt, dass es so viele sind. Und eben 75% der Patienten, die auf eine Medikamentation reagieren, haben trotzdem einen Rückfall innerhalb von 5 Jahren.
25 bis 30% der Depressionen entwickeln sich chronisch, das heißt, sie weisen eine Dauer von mehr als 2 Jahren auf. Und 6 bis 7% der depressiven Patienten sind auch 10 bis 15 Jahre später noch erkrankt. Diese Zahlen, das werden Sie sehen, die haben sich in einer extremen Weise auch bestätigt in unserer Studie. Es gibt Patienten, wie der Patient, den ich Ihnen vorgestellt habe, der im ersten Interview sagt, er sei eigentlich depressiv, seit er sich erinnern kann. Diese Zahlen haben uns motiviert, so eine Studie gemeinsam vorzubereiten. Und schon damals haben wir uns gefragt, zusammen mit unseren sozialpsychologischen Kollegen am Sigmund-Freud-Institut, ob Depression eben eher ein Lebensgefühl ist, vielleicht sogar auch eine gewisse Existenzmode, so konnte man damals noch überlegen, vor etwa 10 Jahren, oder ob es eben eine Krankheit ist, das haben wir diskutiert. Dann die Frage der differenziellen Indikation. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Schulvergleich auch mit den Verhaltenstherapien aufgenommen haben, auch um zu sehen, wie der auch erkenntnistheoretische, der unterschiedliche Zugang zu seelischer Krankheit und zu deren Behandlung ist. Und was auch in den letzten Jahren natürlich sehr wichtig geworden ist, der Dialog mit der Neurobiologie und der neurowissenschaftlichen Forschung. Darauf werde ich allerdings hier nicht eingehen. Ja, was ist daraus geworden? Wir wollten psychoanalytische und kognitiv-verhaltenstherapeutische Langzeittherapien bei chronischer Depression untersuchen und die Kurz- und Langzeitwirkung präferierter und randomisierter Therapiezuweisungen miteinander vergleichen. Das ist ein Design, was ich immer noch denke, ist ziemlich originell. Also es ist eine Kombination von sogenannter einer experimentellen Studie. Wir haben versucht, eine Randomisierung hinzukriegen, weil das eben der Golden Standard der Psychotherapieforschung ist. Aber gerade bei chronischen Patienten mussten wir davon ausgehen, dass viele, wenn wir an die Rückfallquoten der Kurztherapie denken, schon einige Behandlungen hinter sich haben. Wenn man schlechte Behandlungen gemacht hat mit einem psychodynamischen Verfahren, ist zu erwarten, dass man dann lieber eine kognitive Verhaltenstherapie machen will und umgekehrt. Wenn wir also den Patienten nur eine randomisierte Studie angeboten hätten, hätten wir einen riesen Dropout gehabt. Und wir wollten auch einfach empirisch mal untersuchen, was für Nachteile und Vorteile vielleicht randomisierte Studien verglichen mit eher naturalistischen Studien haben. Es ist ein ziemlich großes Unterfangen, es sind sehr viele beteiligt, es ist eine multizentrische Studie in Frankfurt und Mainz, in Hamburg und Berlin, also es ist ein riesen Forschungsnetzwerk, ich kann jetzt gar nicht alle erwähnen. Es sind verschiedene Projektleiter, also Herr Beutel aus Mainz, dann Herr Fiedler in Hamburg, Herr Keller war verantwortlich für Berlin, Herr Hautzinger in Tübingen. Und was für uns sehr wichtig ist, Sie alle kennen das Ostereier-Problem, dass wenn man eine psychoanalytische Studie macht, man hat eine psychoanalytische Finanzierung, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die psychoanalytischen Verfahren sich als besser erweisen als andere. Das Gleiche gilt bei der Pharmauntersuchung, das Gleiche gilt auch bei den Verhaltenstherapien. Und darum war es für uns sehr wichtig, dass wir ein unabhängiges Methodenzentrum hatten in München, wo also weder Herr Hautzinger noch ich Zugang ist. Ich finde das wissenschaftlich prima. Ich sage Ihnen, auszuhalten ist es nicht so leicht, weil man dann wirklich einfach schauen muss, was rauskommt. Aber das ist dann in der Forschung so. Wir haben die Chance, auch ein Teilsample mit dem Max-Planck-Institut für Brain Research auch mit neurowissenschaftlichen Untersuchungen zu untersuchen. Darauf werde ich aber heute nicht eingehen. Das ist nochmal das Design. Sie sehen, wir haben Patienten mit einer chronischen Depression, mit genau definierten Inclusion-Kriterien. Und dann haben die Patienten standardisierte Informationen bekommen, damit sie, bevor sie überhaupt jemanden gesehen haben,
Also ich meine, wenn die natürlich bei mir sind, wollen die nachher eine Psychoanalyse machen. Das ist ein Witz, aber so ist es. Oder? Darum musste man vorher, bevor der Personenfaktor eingetreten ist, mussten die Patienten wählen, ob sie eine der beiden Therapierichtungen eben präferieren oder ob sie bereit sind, sich randomisieren zu lassen. Die Zielsetzung, Sie wissen, die beiden Verfahren sind vom Beirat für Psychotherapie, im wissenschaftlichen Beirat, anerkannt. Allerdings haben wir zu wenig Studien für Langzeitbehandlungen. Also beide Verfahren haben genügend Studien im Kurzzeitbereich, sodass die Kassen ja für diese Behandlung bis jetzt noch zahlen, aber wir wollten eben zeigen, dass sie auch bei längeren Behandlungen wirksam sind. Es ging uns darum, ich glaube, da war ich auch sehr einig mit Martin Hautzinger, noch nicht nur um das Horse Rating, also welches Verfahren ist besser, sondern vielleicht herauszufinden, welche Patienten sich besser eignen, wenn sie eine chronische Depression haben, mit dem einen oder mit dem anderen Verfahren behandelt zu werden, also im Sinne einer differenziellen Indikation. Wir wollten natürlich auch nochmal die alte Studie von Annemarie Dürsen replizieren. Die Kassen zahlen ja nur, wenn sie wirklich überzeugt sind, dass sich das lohnt. Und darum müssen wir auch die gesundheitsökonomischen Kosten nochmal untersuchen. Die Hypothesen ganz kurz. Wir beide Psychotherapien sollten zu einer positiven Veränderung bezüglich der Reduktion depressiver Symptomatik, des Anteils an Remissionen führen und zu einem verbesserten sozialen Funktionsniveau führen. Und wir hatten natürlich alle Patienten chronisch Depressiven, das wäre durch keine Ethikkommission gegangen, ein Großteil hatte Medikamente genommen. Wir haben als ersten Schritt die Medikamentation nochmal genau überprüft und eine Hypothese war, dass sie im Lauf der Therapie dann auf die Dauermedikation verzichten oder mindestens sie reduzieren könnte. Dann die differenzielle Hypothese war, das wird Sie nicht wundern, dass die kognitive Verhaltenstherapie schneller zu einer Symptomreduktion führt, dass wir Psychoanalytiker ein bisschen länger brauchen, aber dafür vielleicht dauerhafter wirken und dass wir stabilere Effekte erzielen. Dann hatten wir eine Hypothese, die jetzt spezifisch ist für die chronische Depression. Also wenn ein chronisch Depressiver überhaupt noch weiß, was ihm gut tut, was er will, ich will keine Psychoanalyse, ich will eine Verhaltenstherapie oder umgekehrt, haben wir das als ein positives Zeichen genommen. Während er, wenn er kommt zum Fachmann und sagt, ach macht ihr, was ihr wollt, mir ist mir alles egal, da hatten wir gedacht, dass sich das negativ auf den Therapie-Outcome auswirkt. Und natürlich die Gesundheitskosten sollten abnehmen. Die Einschlusskriterien ganz kurz, also wir mussten akute Suizidalität ausschließen, Psychosen und so weiter. Wir haben relativ schwere Depressionen, also mehr als BDI, mehr als 17, meistens sind die noch drüber und beim Quiz mehr als 9. Wir haben den Vergleich mit der INDEP-Studie, also einem stationären Sample. Es zeigt sich, dass die Patienten ungefähr gleich schwere Symptome haben am Anfang. Müssen wir noch diskutieren. Ich will da nicht, weil der Graupunkt ist ja nicht die Darstellung der Studie, ich möchte Ihnen aber ein paar erste Ergebnisse geben, die sich jetzt auf das Haupt-Outcome-Instrument, den BDI und den QIDS beziehen. Also BDI ist ein Selbsteinschätzungsinstrument. Der QIDS, das ist eine Einschätzung von verblindeten Rätern, die nicht wussten, in welchem Verfahren die Patienten sind und quasi eine Blinddiagnose gemacht haben. Ganz kurz noch, wie wir das gemacht haben. Also wie gesagt, die Wahl, das musste sein, bevor wir die Patienten gesehen haben. Und da wurde dann ein Screening-Verfahren gemacht. Dann kam eine unabhängige Skizdiagnostik eben durch verblindete Reiter. Es wurde nach einem OPD-Interview ein psychoanalytisches Interview gemacht.
und dann erst wurde der Patient vermittelt. Da haben wir schon sehr viel konzeptuelle Arbeit geleistet, ist gar nicht so einfach, relativ werteneutral die beiden Verfahren zu beschreiben. Für unser Thema, vielleicht diese rot herausgehobene Stelle, dass natürlich bei Psychoanalytikern, wir tun uns schwer, hauptsächlich nur die Symptomreduktion anzuschauen. Wir haben sehr viel mehr so etwas, was das Thema dieser Tagung ist. Ein erschöpftes Selbst in einen anderen Zustand zu bringen, dass es eben eine Art Nachentwicklung durchläuft in der therapeutischen Beziehung und zu einer anderen Lebensqualität findet. Also dass der Weg in die Depression als Notlösung, auch als einer als Überforderung erlebten Lebenssituation, sich durch die therapeutische Arbeit erübrigt. Ich sage das jetzt sehr vereinfacht. Also die Texte, das können Sie gern nachlesen. Also das war ein langer Diskussionsprozess, ob wir den Patienten wirklich die Information so geben können, dass eben nicht unsere eigenen Präferenzen im Text ganz offensichtlich enthalten sind. Hier ganz kurz die Datenerhebung. Es ist ein sehr langes, eine lange Studie. Wir haben 2005 angefangen und waren sehr viel optimistischer. Wir haben gedacht, wir sind mit der Rekrutierung fertig 2009. Es war 2014 und das kann ich vielleicht sagen. Wir hatten erwartet, dass es vielleicht schwieriger ist, Patienten zu finden, die sich randomisieren lassen. Aber wie schwierig das ist, das hatten wir unterschätzt. Also wir waren 2012 drauf und dran, den Randomisierungsarm abzubrechen, weil es so schwierig war, genügend Patienten zu finden, die bereit waren, sich randomisieren zu lassen. Ich will jetzt hier nicht darauf eingehen, es war ein breites Spektrum an verschiedenen Methoden. Darauf sind wir alle ein bisschen stolz. Also für Pharmauntersuchungen, und Sie sind ja auch zum Teil Psychiater, sind 400 Patienten nicht viel. Für chronisch Depressive ist es, glaube ich, international das größte Sample, die wir eben erhoben haben bis 2013. Sie sehen jetzt die realen Zahlen ganz kurz. Also wir haben 400 Patienten eingeschlossen. Das nennt man das sogenannte Intention-to-Treat-Sample. Die dann wirklich in Behandlung waren, mindestens 3 Monate, die machen dann dieses sogenannte According-to-Protocol-Level, ATP-Level aus. Und Sie sehen, da ist eine enorme Reduktion, die dann bleiben, also bei den Randomisierungspatienten. Wir wollten unbedingt 60 haben. Herr Rüger hat dann schließlich eingewilligt bei 40, dass man da mit Statistik auch schon Gruppenvergleiche machen kann. Die Präferenzarme waren weniger schwierig und das war halt auch schon eine Erfahrung. Wir hatten viel weniger Schwierigkeiten, Analytiker zu finden, in der Studie mitzumachen als Verhaltenstherapeuten. Ich glaube, das kann man schon sagen. Die Verhaltenstherapeuten brauchten die Studie sehr viel weniger als wir, die Psychoanalytiker, und das hat sich auch durchgeschlagen bis in die Motivation, da mitzumachen. Wir haben ein Konsortdiagramm erstellt. Wir können zeigen, dass das Sample, was wir dann wirklich untersucht haben, immer noch repräsentativ ist. Also die Heterogenitäts- und die Homogenitätskontrolle sind gut. Es waren insgesamt 114 Studientherapeuten, zum Teil mit mehreren Patienten. Ich will Ihnen nur ganz kurz, kann ich mir etwas Zeit lassen oder soll ich ganz schnell durch? Ja, okay. Also wir haben insgesamt, ich will jetzt nur die Resultate von diesen Patienten bringen, von den Präferenzarmen, die Prüfung der Homogenität und der Repräsentativität, die konnte gezeigt werden. Und das waren jetzt die ersten Ergebnisse zu Beginn der Studie. Also es hat sich auch in unserer Studie gezeigt, die blaue Säule sind die LAC-Patienten, mehr, etwa 2/3 auch bei uns Frauen als Männer. Beim Alter sehen Sie auch in unserer Studie das, was du erwähnt hast, Thomas. Also das, wenn man die Gesamtbevölkerung anschaut, die Streuung, es ist bei uns eine Häufung jetzt eigentlich in der Spätadoleszenz, psychoanalytisch gesehen. Ein erster Gipfel zwischen 20 und 30 und dann wieder einer
Aber das ist in der Bevölkerung ja mit den Depressionen auch so. Also wieder quasi nach der Midlife-Crisis. Schon aus diesem Faktum könnte man sagen, es hat vielleicht die Depression schon auch was mit Identitätsbindung und Selbstentwicklung zu tun, dass die erste Häufung inzwischen 20 und 30 ist. Was uns sehr überrascht hat in der Eindeutigkeit, ist, dass sehr viel mehr von diesen depressiven Patienten alleinstehend sind. Sie sehen das beim Familienstand, also über 50% und auch über 50% keine Kinder haben. Anhand der Einzelfälle sehen wir, dass das nicht einfach nur ist, dass sie wegen der Depression keine Kinder bekommen haben, sondern da sind wir, glaube ich, auch schon wieder beim Thema. Sehr viele dieser Patienten trauen sich gar nicht zu, Kinder zu bekommen. Dann die Arbeitsunfähigkeit, also über fast 40% dieser Patienten waren 12 Monate nicht in Arbeit, also arbeitslos, das ist relativ groß. Also dass das mit der ökonomischen Situation, mit der Arbeitssituation zu tun hat, zeigt sich auch an diesen Daten. Sehr viele Vorbehandlungen, also wenn Sie sehen, es waren etwa unter 30% oder 27%, die noch nie eine Psychotherapie gehabt haben. Alle hatten schon mindestens eine, also alle übrigen hatten schon mindestens eine. Weniger stationäre als ambulante Vorbehandlungen. Jetzt ganz kurz zu den ersten Ergebnissen. Unsere erste Hypothese, da freuen wir uns natürlich sehr, dass die Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie schon nach einem Jahr auf beiden Ergebnismaßen, also dem BDI und dem QIDS, zu einer statistisch signifikanten Rückgang der Symptomatik geführt haben. Und was gegen unsere Hypothese geht, also die Verhaltenstherapeuten sind nicht besser als wir nach einem Jahr. Es wird sich jetzt zeigen, wir werden die Patienten nachuntersuchen, ob das auch stabil ist und vor allem, ob die Anzahl der Patienten, alle Patienten sind noch relativ krank nach einem Jahr, also der BDI ist noch fast 17, also die meisten hätten noch die Einschlusskriterien rein statistisch gesehen. Und was natürlich klinisch sehr interessant ist, sind die Einzelverläufe, also immer die Patienten, die eigentlich, denen es nach einem Jahr schlechter geht, die müssen wir uns natürlich genau anschauen, die gibt es auch. Aber statistisch gesehen und auch gegen den Kassen gegenüber sind wir natürlich froh, dass die Symptomreduktion so aussieht. Ich kann das nur noch andeuten, dass wir in dieser Studie versuchen, eine multiperspektivische Sicht der Wirksamkeit einzunehmen. Natürlich brauchen wir auch diese objektiven Maße, aber wir versuchen eben auch qualitativ, psychoanalytisch eben zum Beispiel die Veränderung von Träumen zu gehen. Und dann, das möchte ich jetzt zum Abschluss noch kurz erwähnen. Wir beziehen uns konzeptuell unter anderem auf diese sehr eindrückliche Arbeit von Hugo Bleichmar. Das ist ein Psychoanalytiker, der hat sich etwa 40 Jahre mit Depressionen beschäftigt. Selber biografisch, er ist ein argentinischer Flüchtling. Seine Frau wurde umgebracht von der Militärjunta, konnte fliehen, hat sich mit Depression beschäftigt und eben sehr eindrückliche Theorien geschildert. Und Sie haben mir gesagt, Sie möchten etwas vom psychoanalytischen Aspekt der Depression haben. Mit diesem Schema beschreibt er verschiedene Pfade, die in die Depression führen. Ich habe jetzt keinen Pointer. Auf der von Ihnen gesehen rechten Seite sind die Pfade, die wir quasi klassisch kennen, oder von Freud, die Wendung der Aggression gegen das eigene Selbst, vor allem als pathologische Trauer in Trauer und Melancholie. Das ist die rechte Seite. Auf dieser Seite, da könnte man jetzt die Theorie von Ehrenberg als einen Weg, der in die Depression führt. Oder Ehrenberg, die kennen wahrscheinlich die These, wird an dieser Tagung sicher noch diskutiert werden, dass in den modernen Gesellschaften weniger das Schuldproblem im Zentrum steht, sondern das Schamproblem. Eben das ständige sich selber neu erfinden müssen, das erschöpfte Selbst.
er sieht diese Problematik, also die narzisstische Entleerung, die natürlich auch in die Depression führen kann. Es gibt dann noch die Identifikation mit den depressiven Eltern, ganzer Pfad von entwicklungstheoretischen Überlegungen, dann die schweren Depressionen im Zusammenhang mit paranoiden Ängsten und eben, was jetzt in der Lack-Studie eben sehr rauskommt, ist die Rolle der Traumatisierung. Gleich mal erwähnt sie etwas, aber nicht in dieser Dramatik, wie wir das in den Daten der Lack-Studie finden. Da, bei uns sind in Child Questionnaires 76% der Patienten haben wirklich schwere Depressionen nach dem Child Trauma Questionnaire. Sie sehen es vielleicht da nochmal, das häufigste ist der emotionale Missbrauch, wie das unser Patient erlebt hat, relativ häufig auch sexuelle Gewalt. Und diese Traumatisierung scheint ein Weg zu sein, der in die chronische Depression führt. Also mein Fazit. Der Zusammenhang von traumatischen Erfahrungen in der Kindheit und einem signifikant erhöhten Risiko im Erwachsenenalter eine schwere oder chronische Depression zu entwickeln, wird sowohl im Querschnitt Untersuchungen als auch in Langschnittstudien vielfach bestätigt. Übrigens auch durch neuere neurowissenschaftliche Studien, auch genetische Studien. Und bei uns waren eben etwa 80% der Patienten hatten eine klinisch relevante Traumatisierungen erlebt. Besonders wichtig ist der emotionale Missbrauch, emotionale Vernachlässigung, sodass wir vielleicht sagen könnten, als Beitrag zu unserer Tagung, es ist doch oft so, dass unsere Patienten seismografisch auf Probleme, die in der Gesellschaft da sind, reagieren. Besonders gefährdet sind die traumatisierten Patienten. Und Trauma ist, ich bin Schweizerin, wie Sie hören, aber in diesem Land leben wir immer noch in der dritten Generation eigentlich in einer Gesellschaft, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Sie wissen die Häufung der Kriegskinder. In einer früheren Studie war das 62% in der DPV-Studie an ehemalige Kriegskinder. Wir haben jetzt die dritte Generation. Wir haben eine aktuelle Flüchtlingswelle. Aber ich glaube, wir sollten sensibilisiert sein auf die Rolle der Traumatisierung, auch bei so einem Phänomen wie der Depression. Und dass diese Patienten auf die Faktoren, die Sie an der Tagung jetzt diskutieren, von soziologischer Sicht besonders sensibel reagieren. Das scheint uns aufgrund dieser Studie relativ naheliegend zu sein. Wenn Sie nachlesen wollen, das sind jetzt die ersten Einzelfallstudien, Sie wissen, wir müssen jetzt zuerst versuchen, die Studienergebnisse bei JAMA zu veröffentlichen. Der andere Bereich, der da aus der Studie rausgewachsen ist, ist, dass wir uns sehr in der Frühprävention engagieren, um die transgenerative Weitergabe der Traumatisierung, was wir in der Studie eben auch belegen können, vielleicht zu unterbrechen. Ich werde nicht mehr zu meiner Nachbemerkung kommen, aber ich denke, das wird die Tagung vielleicht doch aufnehmen, dass wir vielleicht nicht nur das aktuelle Problem der Zunahme der Depression haben, sondern auch das der Radikalisierung in der Adoleszenz. Und man könnte schon auf die Idee kommen, dass das eine adoleszente Reduktion von Komplexität ist, die vielleicht einfach eine Janusseite auch der Depression sein könnte. Ich möchte hier aufhören. Botero, ich weiß nicht, ob Sie den kolumbischen Maler kennen, dass er als moderne Version der Melancholia gerade eine Perversion wählt, könnte vielleicht auch mit unserem Thema zu tun haben. Also das lasse ich weg. Ich wünsche uns allen, dass es uns eher geht wie Picasso, dass wir die Beschleunigung so erleben und nicht in die Depression, die Dunkelheit zur Flucht nehmen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.